Rechts vorne im Bild mit der Startnummer 6. Rind fährt wieder seinen halboffenen Sturzhelm, der dunkelgrün ist, also nicht den weißen Vollvisierhelm, den er am Hockenheimring gefahren hat. Und links, etwas verdeckt von einem Offiziell, mit der Startnummer 17, Clay Regazzoni. Startnummer 27 natürlich, entschuldigen Sie vielmals. Nummer 27. Achtung! Regazzoni, Rind, X und Stewart. Das waren die ersten vier, soweit ich sie beim Verlassen der Rechtskurve erkennen konnte. Regazzoni und hinter ihm liegt bereits Jacques X mit der Startnummer 12. Also zwei Ferrari-Piloten vor Jochen Rind. Versuchte Führungswechsel ist gescheitert. Regazzoni führt. Es gibt keinerlei Teamwork bei Ferrari, zumindest gibt es keinerlei Teamtaktik. Das hat mir Rennchef Mauro Fagieri vor dem Start bestätigt. Er sagt, meine drei Piloten, Regazzoni, X und Giunti, werden so schnell fahren, soweit es Menschen möglich ist. Und es hat gar keinen Sinn, sie mit irgendwelchen Taktiken zurückzuhalten. Das würde ich nicht machen, das habe ich auch nicht gemacht. Aber hier ist ein Front-Spoiler, glaube ich, weggeflogen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Wagen ganz nahe an eine der Gummihüte herangekommen ist und den vielleicht also hat es dabei den Spoiler etwas weggeschleudert. Diese Gummihüte sind sehr hart. Erste Runde ist jetzt gleich vorbei und die Reihenfolge lautet Regazzoni, X, Rind, Giunti, Emo. Der Schweizer Silvio Moser ist in drittletzter Position. Und hier haben die beiden Ferraris von Regazzoni und X bereits etwas an Boden gewonnen. Jochen Rindt ist Dritter. Jackie Stewart, den wir vorhin vermisst haben, ist an der Box. Mein Gott, schon wieder ein Pech für den regierenden Weltmeister, für Jackie Stewart, der heuer so wenig Glück gehabt hat. Neun Runden gefahren, noch 51 Runden. Ja, und hier hat es Jochen Rindt geschafft, innen an Giunti vorbeizugehen. Jochen Rindt ist Vierter im Grand Prix von Österreich. Giunti hat auf eine Attacke von außen gewartet. Rindt ist innen durchgestochen, hat den Lotus 72 durchgezaubert und liegt jetzt an vierter Stelle. Rindt kommandiert also den Verfolgerpult. Er führt vor Giunti, Brabham, Amon und Kalf. Das ist der Pult mit den 8-Zylinder Ford Cosworth Maschinen. Ausgenommen der 12-Zylinder Ferrari-Motor von Giunti an der Spitze mit X, Regazzoni und Beltoise, nur 12-Zylinder-Maschinen. Und Jochen Rindt in Bestform. Rindt, der fährt, was jetzt möglich ist, um den Rückstand auf den Spitzenpulk X, Regazzoni, Beltoise zu verkleinern. Jochen Rindt, Österreich mit der Startnummer 6. 1 Minute 42,0, Schnitt von 208,65 km pro Stunde, gefahren in der 18. Runde. Der Rundenrekord, der also eine Zeit lang zwischen den Ferraris, zwischen Jack Brabham
und zwischen Jackie Oliver hin und her geschwankt hat, ist jetzt bei Jochen Rindt, aber Jochen Rindt wird langsamer, meine Damen und Herren. Jochen Rindt hat auf der Zielgeraden gestoppt. Er ist nach rechts hinübergefahren, er hat die Hand gehoben. Jochen Rindt hier im Bild hat gestoppt. Das ist sein erster Halt überhaupt seit dem Grand Prix von Belgien, meine Damen und Herren. Und Jochen Rindt steigt aus. Jochen, was passierte? Ja, leider ist der Motor kaputt gegangen. Der Motor ist kaputt gegangen. Was war am Anfang? Die Mechaniker sagten, John Miles hätte gesagt, sie wären auf Öl gekommen. Es war sehr viel Öl auf der Strecke und ich war vorsichtig, ich bin an dritter Stelle gelegen und der Regazzoni ist fast hinausgeflogen. Da bin ich sehr langsam die Kurve, ja. Da sind mir drei Leute vorgefahren. Ja. Bis ich die wieder überholt habe, hat es gewisse Zeit gedauert. Doch dann habe ich ja aufgeholt, also ich circa mit einer halben Sekunde pro Runde. Ja, und ich war also nicht sehr beunruhigt, weil das Rennen geht ja noch lang. Natürlich, ausgerechnet im Heimat-Grand Prix, nicht? Habe ich ja schon vorher befürchtet. Ja. Beide 4-1, beide Spitzen-4-1 von Rodriguez und von Oliver halten also noch auf den Plätzen 5 und 6. Dahinter an 7. Stelle Chris Amon, der mit dem Werksmarsch ein wenig zurückgefallen ist. Achter dann Peter Kessin und das genaue Zwischengasmaus lautet also. Erster X, zweiter Regazzoni, dritter Beltoas, vierter Stommelen, fünfter Rodriguez, sechster Oliver, siebenter Amon. Dann mit bereits eine Runde zurück, achter Kessin, neunter Giunti, zehnter Siffert, elfter Fittipaldi, zwölfter Theadamisch, 13. Eaton, 14. Pescarolo und 15. Brenner. Ja, Beltoas ist auf Platz 6 zurückgefallen. X also vor Regazzoni, Stommelen ein einsamer Dritter, dann die BRM-Zwillinge Rodriguez und Oliver, die als Team betrachtet heute wohl das beste Rennen der bisherigen Saison fahren. Und sechster Jean-Pierre Beltoas mit dem Matra. Es ist überraschend, wie oft Matra in den letzten Runden eines Grand Prix schon Pech gehabt hat, vor allem in dieser Saison. Wie oft Matra-Piloten, ob es Beltoas oder Pescarolo, von einem dritten, vierten auf den sechsten oder siebenten Platz oder noch weiter zurückgefallen sind. Vorletzte Runde, X erster, Regazzoni zweiter, Stommelen dritter, Rodriguez vierter, Oliver fünfter, Beltoas sechster, Giunti siebenter, Amon achter, Siffert neunter und Kettin zehnter. Und jetzt die Menschenmassen also draußen auf der Boxengerade, beugen sich über die Mauer, warten auf die führenden Wagen im Grand Prix von Österreich. Und hier ist die Schachbrettflagge. Jackie X hat gewonnen. Zweiter ist Clay Regazzoni. Ein Ferrari-Doppelsieg im Grand Prix von Österreich ist perfekt. Und jetzt bin ich sicher, fließen in der Ferrari-Box die Tränen der Rührung und der Freude. 26 Monate haben die Italiener, hat diese klassische Rennwagenfabrik warten müssen auf einen Triumph und er ist heute gelungen. Jackie X Sieger.